Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch eine ganz schnelle Sahne-Quark-Torte backen. Ich habe dazu den Tortenboden schon vorbereitet. Das ging ganz fix. Also ich habe zuerst das Fett aufgeschlagen mit dem Zucker und nach die Eier untergerührt. Dann wurde anschließend das Mehl mit dem Backpulver und natürlich mit der Speisestärke untergerührt. Ja, und das Ganze ging dann für 10 bis 15 Minuten in den Backofen bei anfänglich 200 Grad und mit Betreten des Backofens quasi wurde herunterreguliert auf 175 Grad. Und so sieht der Teig jetzt aus. Er ist auch schon vollständig erkaltet und wir können uns jetzt schon an die Füllung machen. Also zuerst schlagen wir die Sahne auf. 3 Päckchen Schlagsahne, das sind dann 600 Gramm Sahne. Naja, vielleicht nicht ganz, das ist vielleicht ein bisschen mächtig oder zu viel. Machen wir so 500. 500 reicht. Das sind jetzt 500 Gramm. Die werden jetzt schön steif geschlagen und los geht's. So, die Sahne ist jetzt schön steif. Funktioniert super. Nun folgt der Quark. In den Quark rühren wir jetzt noch eine Prise Zucker mit ein. Also das ist vielleicht ein Esslöffel. So, ganz wichtig, das schlagen wir gleich auf. Gleich folgt unsere Gelatine. Wir nehmen 2 Päckchen. So, man merkt auch schon, es zieht jetzt langsam an. Und jetzt folgt unsere Schlagsahne. Die muss dann noch mit rein. Nicht alles mit einmal, um Gottes Willen, sondern schön nach und nach. Und das sieht man schon, was das für eine leckere, cremige Konsistenz wird. So, wenn die Schlagsahne ordentlich untergehoben ist, wie es jetzt momentan der Fall ist, dann wird alles auf die Torte bzw. den Tortenboden verteilt. Ich lasse die momentan noch in der Form drin, auch mit dem Backpapier unten drunter. Mal so abklatschen, auch wenn das kurzzeitig Krach macht. Aber die groben Blasen lösen sich dann leichter. So, jetzt im Moment zum Naschen. Mmh. Wer keinen so einen kleinen Spatel hat, der kann auch ein flaches Messer nehmen. Die Torte kommt jetzt für 2 Stunden ungefähr in den Kühlschrank. Wenn ihr sie aus dem Kühlschrank rausnehmt, könnt ihr natürlich anfangen zu dekorieren. Entweder mit einer Schokoladensoße oder auch den Saft der roten Grütze. Das schmeckt übrigens auch sehr, sehr lecker. Ich hoffe, ihr könnt es easy peasy nachbacken und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.